Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part Weg zum Shogun und ich habe euch ja im letzten Part gefragt, ob ich einen neuen Avatar anfangen soll oder ob ich den alten behalten soll und da ging es dann richtig los, jetzt nicht unter den YouTube-Kommentaren, da ging es noch, da haben die meisten nur geschrieben, den alten behalten oder neuen anfangen, aber in Steam wurde ich zu bombardiert und ja, es gab für beides irgendwie, ich sag mal, Argumente. Deswegen konnte ich mich nicht entscheiden. Also bin ich einfach hingegangen und habe gezählt. Und es waren einfach doppelt so viele Leute dafür, einen neuen Avatar zu machen, wie den alten zu behalten. Was mich allerdings noch ein bisschen stutzig macht. Ein Kommentar, der war ziemlich überzeugend, hat gemeint, ja, jetzt, der, wo noch Shogun spielt, der hat so gute Einheiten. Wenn du mit Level 1 General nimmst, dann nehmen die dich auseinander. Jein, das stimmt so halbwegs. Das habe ich früher aber auch schon gemacht. Ich habe auch früher schon mit Level 1 gegen Gold 10 gespielt. Zum Teil sogar gewonnen. Also das ging sogar, deswegen habe ich mir jetzt überlegt, weil es letztes Mal wirklich funktioniert hat, noch. Also inzwischen ist es eigentlich nur mal eine Nummer schlimmer, aber ja. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich jetzt den alten General lösche, also von Weg zum Shogun 1.0, das ist 2.0, dass ich den lösche und einen neuen anfange. Falls es allerdings nicht funktionieren sollte, werde ich ganz unauffällig auf den hier umwechseln und einfach die Einheiten so benennen, also quasi die Einheiten übernehmen. Und einfach alles andere auch übernehmen, bloß dass wir dann halt mehr Einheiten haben und bessere Einheiten. Dazu muss man ja auch dazu sagen, also ich lösche den jetzt, das tut mir zwar im Herzen weh, aber ja, so. Tutorial brauchen wir nicht, wir erstellen jetzt einen neuen. Ach man, das war jetzt wirklich da, hing Erinnerung dran, ich sag's euch. Auf jeden Fall, wir haben ja auch DLC-Einheiten ohne Ende. Die sind natürlich auch nochmal nicht schlecht und die habe ich immer, ob ich Level 1 bin oder sonst was. Okay, ja. Kann der bitte still sein? Egal, man hört ihn wahrscheinlich sowieso nicht im Gegensatz zu mir. Das bedeutet, ich rede einfach lauter als er. Okay, ich würde da jetzt eigentlich nicht so viel Zeit mit verbringen, den irgendwie hübsch zu machen. Das ist auch irgendwie schwierig. Das sind alles Japaner. Aber okay, nehmen wir halt... Na, was nehmen wir denn? Das, was am wenigsten bescheuert aussieht. Das hat sogar so einen leicht westlichen Touch. So, also wenn man sich das da wegdenkt, sieht es aus wie so ein Helm aus dem Ersten Weltkrieg. Okay, dann noch hier die Ärmel sind es, wenn es geht, keine Blümchen drauf. Ja doch, das sieht ganz gut aus. Hellbraunes Pferd, hellbraunes Samurai-Pferd, maskierte, okay, maskiertes braunes Pferd, das sieht gut aus. Also ich sehe es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es gut aussieht. Hier müsste doch irgendwas Pferd stehen, oder? Naja, tut's nicht. Egal. Beinschiene, was nehmen wir denn da? Da oben haben wir schon sowas halb gepanzert, das sollten wir dann hier eigentlich auch nehmen. So, oder? Ja, das passt. Katana. Ja, das schenkt sich sowieso nichts. Jetzt noch, das ist relativ wichtig. Nehmen wir auch. Ja, das passt. Und weiter geht's. Hier noch die Rüstung. Okay. Das sollte eigentlich reichen, mehr brauchen wir nicht. Wobei das da hinten ist ja noch ganz nett. Nehmen wir einfach dieses geflügelte Ding oder die Flagge, ich weiß es nicht. Komm. Dass man auch sieht, wer der General ist, da passt das schon. Wappen. Das liegt auf dem Boden. Ja, kein Wappen brauchen wir nicht. Und das Ding im Gesicht, jo, das passt. Okay, jetzt ist natürlich nur noch Frage der Farbe. Wahrscheinlich wird meine ganze Armee irgendwie, wobei, wenn ich es mir anschaue, relativ rot sein. Das bedeutet, vielleicht legen wir draußen so ein bisschen Fokus drauf. Rot ist immer gut. So. Weil es sowieso recht schwarz ist hier alles. Könnten dann, ja, kommt immer auf rot-schwarz. Rot-schwarz kommt immer sehr bedrohlich. Ups, das ist gelb, das kommt nicht bedrohlich. Er wirkt auch so ein bisschen leicht dreckig, das ist gut. Den General. Wie nennen wir den General? Heiko. WCS. So, kann man ja umbenennen, so ist er nicht. Also, dann brauchen wir noch ein Logo, das machen wir logischerweise nicht ganz rot. Und, das Wortspiel mit logischerweise war jetzt unbeabsichtigt. So, rot. Hier lassen wir das rot mal. Ich will diese Dinger hier. Ist nicht so ein weiß oder? Nee, weiß kommt immer schlecht bei Flaggen. Ich will es schon so ein bisschen in die hellere Richtung, also machen wir das so ein bisschen grau. Das Logo gefällt mir noch nicht so ganz. Ja, komm. Das Rot gefällt mir noch nicht so ganz. Das ist irgendwie nicht bedrohlich genug. Vielleicht können wir auch das Logo weiß machen. Nee, das sieht dann blöd aus. Okay. Sieht jetzt böse aus. Okay, jetzt auch noch Samurai. Bogen-Samurai. Ah, warte, was war denn das? Yari-Samurai. Yari-Kavallerie.
fand die Yari-Kavallerie immer ganz gut, deswegen nehmen wir jetzt mal die. So. Okay, die Armeeverwaltung, das weiß ich. Okay, gut. Bitte Tutorial, hör jetzt auf. Naja, dann müssen wir mal schauen, was wir so an Einheiten haben. Die Kriegernonnen, die sind saumäßig gut, das meinte ich, als ich sagte, wir haben ja noch gute Einheiten. Ich würde da nur jetzt sehr gern sehr schnell rausgehen, weil ich würde gern meine Einheiten umbenennen. Ah, Tutorial beenden, Gott sei Dank. So. Also. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an mit First Jerk Army. Ich meine, von dir kam der Kommentar, du willst wieder deine Bogenschützen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche deine Bogenschützen waren, aber ich nehme an, es waren die Daikyu-Samurai. Ich bin mir aber wirklich nicht mehr sicher. Ja, ich gebe dir jetzt mal die. Wenn es die falschen sind, schreib es mir in die Kommentare. First, so, Shock Army. Warte, wie hat man dich nochmal geschrieben? Wirklich mit SCR? Okay, Shock Army. Falls ich eure Namen falsch schreibe, dann tut es mir leid. Ich habe sie zwar meistens 1:1 rauskopiert, manchmal habe ich sie aber auch abgeschrieben. Also ja, Farbe war dir egal. Dann lassen wir sie so schwarz-weiß. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir ziehen jetzt mal alle da unten rein, die wir schon gemacht haben. So, Airborne, der möchte Naginata-Kriegermönche. Da haben wir wahrscheinlich noch keine. Wir haben nur Kriegermönchshelden. Ah, wobei doch, hier haben wir Naginata-Kriegsmönchshelden. Bekommst du eben die, Airborne. Ich hoffe, das ist in Ordnung. So, und du meintest rot-schwarz. Ja, das ist ja wunderbar. Das ist hier einfach mal rot. Ja, die sind halt immer ein bisschen... Also, bisschen weiß ist halt immer drin, da kann ich nichts dran ändern. Ich denke, das sieht so ganz gut aus. Okay, dann nehmen wir die auch gleich mit runter. Also, Airborne zum Beispiel, du kannst jetzt in die Kommentare schreiben, wenn du meinst, du willst später normale, willst später eine normale Einheit, dann werde ich die wechseln, sobald ich normale Kriegsmönchshelden habe. Okay, Aaron wollte die Longyari Ashigaru, auch mit unter eine meiner Lieblingseinheiten. Er wollte, dass ich sie Kingston nenne. Zumindest hoffe ich, dass man es so ausspricht. So, und als Farbe meinte er... Ah ne, warte, die Naginata Kriegermönche sollten gar nicht. Die sollten dunkel-lila-grün sein. Ich bin ein bisschen in der Zeile verrutscht. Dunkel-lila-grün, also nehmen wir... Zack. Ah, das ist ein bisschen wenig grün, sollten wir auch vielleicht noch ein bisschen grün reinhauen. So. Sind jetzt dunkel-lila-grün, das sieht auch, ja, weniger seriös aus, aber was soll's. Die Longyari Ashigaru, die sollten rot-schwarz sein. Okay, wir machen einfach das hier rot. So, ich denke, das passt. Okay, packen wir die auch gleich noch rein. Dann deutsche Dogge-LP, da habe ich das LP weggestrichen von deinem Namen, wenn es in Ordnung ist. Du meinst, dir ist die Einheit egal. Dann gehen wir mal durch. Was haben wir denn sonst noch? Bogenschützen, Kavallerie, Naginata Kriegsmönch, Nahkampfinfanterie. Also wir haben noch eine Bogen. Dann machen wir einfach mal weiter. Die Schwäbe, ne, der wollte auch nichts. Nächste, wo was wollte, war Buraksak hier. Ich hoffe, man spricht so richtig aus. Aber du wolltest sowieso, dass man deine Einheit Mr. Lazy Boy 61 nennt. Eine Bogenschützeneinheit. Bleiben bloß noch die Banditen übrig. Mr. Lazy Boy, 61 macht, also es dauert jetzt am Anfang einmal ein bisschen lang, danach wird es wieder weniger, dann mache ich das immer kurz am Ende vom Part, falls Änderungsvorschläge gibt, mache ich die dann immer ganz kurz. So. Rot-schwarz, rot-blau, meinst du, das bedeutet, wir müssen noch blau reinbringen. Ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil aus irgendeinem Grund kann man da nur eine Farbe nehmen, also... Wenn man nimmt das Blau hier oder ich weiß nicht, Rot sticht stärker raus, also würde ich vielleicht die Farben Rot machen. Ich weiß jetzt nicht, was du eher willst, aber ich mache es jetzt eher mal Rot. Du musst mir dann noch in die Kommentare schreiben, wie du es eher haben möchtest, eher Rot oder eher Blau. Aber ich mache es jetzt primär mal Rot, weil Rot passt so ein bisschen besser zur Armee wie Blau. So. Sehr gut. Dann Wimflo, der will seine Einheit Uflo nennen und er will eine Einheit Kavallerie. Dann nehmen wir doch die, ja, was möchtest du denn für eine Kavallerie? Wahrscheinlich eine normale, oder? Und dann nehmen wir die Einheit hier, die ist sogar relativ gut. Das war auch mit unter einer meiner Lieblingseinheiten. Uflo. Wobei ich diesmal wirklich versuche, nicht immer dieselben Einheiten zu benutzen. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Einheiten, die man immer benutzt, ziemlich gut werden, aber naja.
Gelb wolltest du sehen. Ganz gelb. Schon mal eine Aussage. Hat man auch seltener. Hauptsache schön auffällig. Hat sie immer gut in der Armee. So. Ja, die gehen leider nur so dreckig gelb. Dafür kann ich leider nichts. Verdammt, ich habe vergessen, die Einheiten da unten reinzupacken, die ich jetzt schon benannt habe. So, aber ansonsten bin ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht weitergekommen. Okay, dann möchte noch Tom, ach ja, der gute Tom, auch noch ein Naginata Kriegermönche. Er kriegt dann halt die Kriegsmönchshelden hier. Tom, möchtest du es nennen? Warst ja auch schon beim ersten Weg zum Shogun dabei. Weiß, das ist ja mal eine Aussage, das haben wir auch ganz schnell erledigt, so. Okay, weiter geht's. Brownie möchte eine Nahkampfinfanterie. Dann nehmen wir hier doch einfach mal die kugelsicheren Samurai. Die sind nämlich echt cool. Brownie. Ich weiß nicht, soll ich den Namen weg? Die Zahlenkombination soll ich sie weglassen. Ich lasse es mal weg. Wenn du unbedingt deine 131 noch dahinter haben willst, dann sagst du es. Aber ich lasse es jetzt mal lieber weg. Zahlenkombination braucht es ja nicht unbedingt. So, du meinst blau-schwarz. Ups. So. Brownie. Wo sind sie? Hier. Okay, Swiss Kronk. Er meinte, er will unbedingt seine Feuerkavallerie wieder haben. Die kriegst du. Kronk. Okay. Also, wenn ihr irgendwelche Änderungsvorschläge habt, unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr mir das per Steam schreibt, dann vergesse ich es wahrscheinlich. Er meinte, farblich egal. Ja, dann machen wir halt ein bisschen rot. Dann, passt das wieder in die Armee? So, rot-schwarz. So sehen ja die meisten Einheiten aus. Wunderbar. Okay, jetzt brauchen wir nur noch die Einheiten, die wir nichts angegeben haben. Deutsche Dogge, er meinte irgendeine Einheit in rot. Nehmen wir die Woku-Kämpfer. Deutsche Dogge. Da habe ich ja, wie erwähnt, das LP weggelassen. Also, wenn du das doch noch haben möchtest, weil es unbedingt notwendig ist, dann schreib es in die Kommentare. Dann ändere ich das nochmal. Woku-Kämpfer, die waren auch immer ganz witzig. Nicht gelb, rot, danke. Wo seid ihr denn? Die Woku-Kämpfer da oben. Habe ich schon ausgewählt? Nee. Okay, weiter geht's mit Fred. Dem ist total egal, was er haben will. Was er kriegt. Ja, dann nehmen wir mal. Was hier so egal ist. Also, dann nehmen wir. Ja, diese Mönche hier. Fred, deinen Namen habe ich auch ein bisschen umgeschrieben. Du hattest ein paar R's und ein paar D's und so. Ich habe es einfach in Fred umbenannt, wenn es in Ordnung ist. Aber auch wieder so ein bisschen. Also, du hast farblich auch nichts vorgegeben, deswegen mache ich es dann einfach rot. Aber wobei, das sieht eigentlich recht gut aus, so bei denen. So, Fred, dann haben wir dich auch gleich mit. Okay, dann fehlen jetzt bloß noch die schwäbische Kässpätzle. Die nehme ich natürlich gern mit. Das ist mir. Große Freiheit, ich steh's. Okay, ich sollte damit aufhören. Schwäbische Kässpätzle. Was nehmen wir denn für die schwäbische Kässpätzle? Dann nehmen wir mal die. Weiß nicht. Was ist denn. Was passt denn zu schwäbische Kässpätzle? Donnerbüchsenkavallerie. Und dann die schwäbische Kässpätzle irgendwo von hinter Gegner wegschießen. Ist das natürlich schön. Schwäbische Käse. Spätzle. So. Es gibt natürlich kein E. War ja klar. Wir haben hier allgemein ein Problem mit der Länge. Das bedeutet, ich mache so eine Käsespätzle jetzt normale Spätzle, wenn es in Ordnung ist. Spätzle. So. Und du meintest gelb. Okay, macht Sinn bei Käsespätzle. Also, jetzt halt nur noch Spätzle aufgrund von der Länge. So. Okay. Sehr gut. Okay, dann sind wir eigentlich auch durch. Ich würde jetzt eigentlich normalerweise noch ein Gefecht spielen, aber ich glaube, wir machen jetzt einfach mal den Rest noch. Irgendwie, ich weiß auch nicht, gefällt mir das Rot. Ja, das Logo sieht schon ganz okay aus. Ich werde es eh noch 100 Mal ändern. Was können wir denn mitnehmen? Nahkampf auf Yari, Ashigaru, Präzision alle Bogen, Ashigaru-Einheiten. Euer Avatar und sein Leib haben plus 5% Moral. Naja, Kriegsmönchseinheiten haben wir jetzt auch nicht so viele.
Was können wir denn nehmen? Leichte Kavallerie haben wir, glaube ich, nicht mal. Yari Ashigaru ist immer gut, weil Yari Ashigaru werden wir auch so mitnehmen. Okay. Und dann war es eigentlich auch schon. Wir könnten jetzt natürlich wieder ein Gefecht spielen, aber ich glaube, das machen wir dann einfach im nächsten Part. Dann war das jetzt so quasi der Part 0. Der Part, bevor es dann wirklich anfängt. Können wir uns ja mal hier die Karte angucken. Wir haben ja jetzt die leichte Kavallerie, haben wir von Anfang an. Okay, ich habe hier noch nie angefangen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann übrigens die Marke hier verschieben, wie ich will. Nehmt einfach ein, was ihr wollt. Sobald wir eine Provinz eingenommen haben, haben wir eh gewonnen. Ja, also es würde mich freuen, wenn ihr in den Clan kommt. Dann, wie erwähnt, der Part war jetzt ein bisschen trocken. Ab dem nächsten Part geht es dann los mit Gefechten. Und dann würde ich sagen, morgen geht es dann damit auch schon los. Versuchen wir als erstes mal die Yari-Samurai zu freizuschalten. Oder da unten hat es Bogen-Samurai und Fuß-Samurai. Das ist natürlich die Frage, welche Einheiten ich haben möchte. Da oben die Katana-Samurai wären ganz schlecht. Bedeutet, wir nehmen den Weg hier. Und okay, dann war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit euren Namen zufrieden. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.